Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Show und wir sind hier auf dem eLife Desktop. Die neue Version 3.0 ist gerade erschienen und ich habe sie gerade hochgefahren und wir sehen das auch an dieser hübschen Animation, die beim Hochfahren immer kommt und jetzt in dem Fall das eLife Logo hier reinpackt und im Hintergrund hört ihr so ein bisschen etwas, ihr habt was hören können, erahnen können, eventuell von dem Startsound, der hier auch kommt. eLife, seit 8 Jahren in der Entwicklung, die neue Version 3.0 und so sieht sie aus, so sieht der Standard-Desktop aus, hat sich im Grunde genommen nicht vieles getan, wir haben immer noch die Uhr hier, wir haben immer noch die virtuellen Desktops hier oben rechts und wir haben immer noch unser Panel unten, womit wir eben Programme ausführen und starten können. Wir haben standardmäßig aktiviert, dass sich alle paar Sekunden das Hintergrundbild ändert, das ist standardmäßig aktiviert bei eLife aus irgendwelchen Gründen. Wir haben natürlich unser Terminal-Programm. Wir sehen hier wunderbare Animationen, wenn wir einfach nur mit dem Mauszeiger drüber gehen. Nicht bei allen Symbolen, aber bei vielen Symbolen ist es halt der Fall, dass da Animationen kommen und das ist wirklich eine schöne Geschichte. Ja, was ich als erstes machen werde, ist in die Einstellungen reingehen und ich werde diese Hintergrundbildgeschichte, glaube ich, ändern. Kann man das ändern? Dass sich das nicht alle paar Minuten ändert. Das Hintergrundbild auswählen einfach und hoffen, dass sich das nicht alle paar Minuten ändert. So, das sieht auch sehr, sehr schön aus. Wir sehen zwar die virtuellen Desktops nicht mehr so richtig, aber reicht ja. So, also wir haben ein Terminal-Programm. Das ist hier auch mit halber Transparenz. Wie wir sehen, hat sich nichts getan. Das ändert weiter in die Hintergrundbilder. Nun ja, müssen wir halt erstmal damit leben. Es gibt eine schöne Hilfe hier. Ihr seht auch schon an dem Terminal-Prompt, das ist nicht unsere Standard-Bash-Shell, sondern in dem Fall ist es, wenn wir es mal größer machen, da habe ich sogar ein Vollbild gemacht. Ctrl-Shift-F, wieder raus. Es ist im Grunde genommen eine ZSH, die hier konfiguriert ist, eLife plus ZSH. Und hier gibt es ein paar Hilfen, die sind nur in Englisch gehalten, aber das reicht ja schon aus, um sich so ein bisschen zu informieren, was man alles machen kann mit der ZSH und im Zusammenhang mit dem Terminology-Programm in der Version 1.1.1, also die aktuellste, neueste Version, ist das sicherlich eine tolle Geschichte. Also, apropos Terminal, kann ich euch nochmal sagen, eLife ist eine Version, die natürlich für uralte Rechner auch gedacht ist. Also, wenn ihr noch einen 800 MHz Rechner irgendwo stehen habt mit 32 Bit nur, könnt ihr das auch hier ausführen. PAE-Kernel, den habe ich gerade gebootet, das ist die Version 3.16. Ihr seht, das ist also schon etwas älter. Falls ihr also einen etwas neueren Rechner habt, kann es durchaus sein, dass eLife nicht so richtig darauf läuft. Obwohl, selbst mit Software-Emulation, würde ich sagen, würde dieses Enlightenment flüssig laufen. Es ist übrigens die Enlightenment-Version 0.17.6. Ich glaube aus dem Jahr 2012, wenn ich mich nicht irre, zumindest sagt das Copyright was dazu. Weil eben diese neue 0.17.6er Version, wir sind mittlerweile bei 0.22 oder 23 sogar angekommen, weil diese einfach mehr Features bietet. Sie bringt mehr Features mit als die neueren Versionen, weil man hier alles reingeklatscht hat, was so geht. Und man bei den neueren Versionen ja gesagt hat, oh, anstatt so lange E17 zu entwickeln, machen wir jetzt eine schnellere Entwicklung, aber packen ein paar Sachen einfach raus oder maintain die einfach nicht mehr, wie zum Beispiel dieses Dock hier unten. Ich habe schon vergessen, wie es heißt, aber dieses Panel hier unten beispielsweise und ein paar andere Module, die wir hier einfach haben. So, in Sachen Software wird natürlich eLife typisch sehr, sehr viel ausgeliefert. Wir haben eine Reihe von Editoren hier, wir haben eine Reihe von Dateiverwaltungsprogrammen hier, Bulk Rename beispielsweise, Brasero, Thuna als Dateimanager, ein Zoom-basierter Dateimanager, der Eagle Mode nennt sich der, und Continue. Das erinnert mich so ein bisschen an Bilder, Wallpapers als... kann man das wirklich zur Navigation verwenden? Ich weiß es nicht, aber zumindest wenn ich hier auf ein Bild klicke, startet ja auch GIMP zum Editieren von Dateien. Und GIMP wird im Einfenstermodus ausgeliefert, wie wir hier sehen. Und hier haben wir zum Beispiel ein Hintergrundbild, was uns angezeigt wird. Es gibt ein paar Zusatzfunktionen für für jedes Fenster, was uns angezeigt wird, also für die meisten Fenster. Hier seht ihr, können wir reinzoomen, rauszoomen, wenn wir das wollen. Hier gibt es eine Hilfe, die uns dann nochmal sagt, wie das ganze eLife-System zu bedienen ist. Die startet sich auch nach ein paar Minuten. Und es gibt hier halt eben Zusatzfunktionen für dieses Fenster, die wir verwenden können. Und wir können also auch sowas hier machen, beispielsweise, um halt eben das Fenster anzudocken oder auch Vollbild zu starten.
Das ist also auch eines der Möglichkeiten. Ansonsten gibt es hier auch noch weitere Buttons, um einen normalen Vollbild zu, also ein normales Maximieren zu machen oder natürlich um das Fenster zu minimieren. Hier sehen wir, es gibt auch einige Funktionen, die 3D-Beschleunigung benötigen, die ich jetzt in der virtuellen Maschine nicht drin habe. Beziehungsweise die nicht eingeschaltet ist. Was ist das jetzt hier? Achso, das ist mein minimiertes Fensterchen. Ja, das also die Funktion von eLife. eLife hat immer sehr, sehr viele Funktionen gehabt, immer sehr, sehr viele Programme und hat immer alles hübsch vorkonfiguriert und das ist in der neuen Version hier, in der 3.0er Version nicht anders. Als Dateimanager wird Thuna ausgeliefert, hatte ich ja bereits schon erwähnt und hier haben wir auch die Möglichkeit zum Beispiel auf Netzwerk Sachen zugreifen zu können und hier werden zum Beispiel einige Geräte in meinem Netzwerk jetzt angezeigt. Es gibt die Möglichkeit, natürlich hier Programme mit dem Linksklick zu starten. Das habe ich euch auch gerade gezeigt. VirtualBox ist schon mit dabei. Es gibt einen Taschenrechner, Terminology, Wecker. In Sachen Internetprogrammen wird beispielsweise auch Dropbox, Mega und so weiter unterstützt. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich hier Mega aufrufe, öffnet sich ein Google Chrome Fensterchen. Normalerweise sollte er nicht nach Standard fragen, sondern es öffnet sich also so eine Web-App. Im Grunde genommen mit dem Google Chrome Browser und ich habe dann jetzt hier Mega als so eine Art Web-App laufen. Das gab es vorher auch schon, das ist jetzt hier auch wieder mit integriert, ist eine feine Sache. Das gilt also für einige Dinge, die hier ausgeliefert werden in Sachen Internet vor allen Dingen. Ihr seht, es gibt Google Chrome natürlich dann auch als Webbrowser. Es gibt aber auch für die wirklich langsamen Rechner Links 2 und NetSurf, aber auch Opera, Surf und natürlich den Firefox als Standard-Webbrowser. In Sachen Audio haben wir Audacious vorinstalliert, vorkonfiguriert, mit auch, wie man im Hintergrund hören kann, jetzt ein paar Radiostations oder Online-Stations, wo man dann halt Musik hören kann. Das kennen wir ja auch von eLife, typisch eLife, immer sehr Multimedia-lastig auch. Audacity gibt es als Sound-Editor, den Lautstärkeregler, Mix als DJ-Programm, Music Brains, ein Musik-Namensfixer-Programm. Das mir die Möglichkeit gibt, Tags zu bearbeiten, so wie ich das hier sehe. Es gibt Soundchooser, wenn man Musik-CDs auslesen möchte, gerade für ältere PCs und Spotify-Musik online. Das ist dann also wieder die Chrome-Geschichte, die sich dann öffnet. In Sachen Grafik haben wir Blender 3D mit dabei. Wir haben Darktable, wir haben einen Farbwähler. Das ist jetzt eLife-spezifisch, würde ich mal sagen, womit man hier Farben auswählen kann. Und einfach, glaube ich, irgendwo draufklicken kann, um Farben auswählen zu können. Hier sehen wir es. Können wir jetzt die Farbe auswählen. Und die wird uns dann hier irgendwo angezeigt werden. Und ja, beenden kann man das ganze Programm auch. Also das ist eine schöne Sache. Auch Bildschirmlineal, GQ wird als Bildbetrachter verwendet. GIMP haben wir gerade schon geöffnet. GTCam für digitale Kameras, Übertragen von Bildern. Inkscape natürlich als Vektorprogramm. HDR kann man auch erzeugen. MyPaint wird sogar ausgeliefert für die Leute, die selber ein bisschen was malen wollen oder zeichnen wollen. RAW Therapy als Alternative zu Darktable macht immer Sinn. Shotwell zur Verwaltung. Und Simple Scan zum Scannen sowie Tri-Image Compressor ist auch mit dabei. In Sachen Video haben wir AVIDimux als Videoeditor mit dabei, Cheese als Webcam-Programm, Cinelera ist dabei als Videoschnittprogramm. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber na gut, es ist ein ziemlich professionelles Videoschnittprogramm. Ich hätte hier Cardian Live eher mir gewünscht, aber wahrscheinlich, weil es eben immer noch auf Debian Wheezy basiert, das können wir uns ja auch mal anzeigen, und am Terminal. Wenn wir hier mal lsb-release laufen lassen, sehen wir, es ist Wheezy-basierend immer noch. Und da wäre vielleicht das Ganze ein bisschen was zu alt, das Cardian Live. Deshalb hat man hier gesagt, okay, machen wir es in der Lehre rein. DVD ist mit dabei, OGM Ripper, VLC Media Player, Voco Screen und XBMC Media Center. Das habe ich auch noch lange nicht mehr gehört. In Sachen Büroprogramme haben wir auch einige Programme, die hier mit dabei sind, zum Beispiel Asana, Aufgaben und Projekte Organizer. Den kenne ich auch gar nicht. Aber das scheint ein Programm zu sein, das auf dem Firefox basiert oder auf der Gecko Engine basiert. Oder es ist sogar ein Online-Programm. Ja, das kann natürlich auch durchaus sein.
Dann haben wir in Sachen Büro natürlich auch noch ein Kalenderprogramm, um Kalender zu synchronisieren. Das dürfte jetzt auch wieder online sein. Ein Google-Kalender wird jetzt hier gestartet in dem Fall. Und es gibt natürlich auch Gedächtniskarten, was auch ziemlich interessant klingt. My Mind nennt sich das Ganze und da haben wir die Möglichkeit, Mindmaps zu erstellen. Auch interessante Geschichte. Es gibt aber auch LibreCut und LibreOffice als Programme, genauso wie Scribus als Seitenlayout-Programm. Auch schön, dass hier immer nicht nur der Programmname steht, sondern auch dahinter, was das eigentliche Programm macht. In Sachen Spielen gibt es auch eine ganze Menge. Es gibt sogar MS-DOS-Games, wie man hier sehen kann, die man wahrscheinlich im Webbrowser spielen kann. Emulatoren werden eine ganze Reihe mitgeliefert. Da könnt ihr also auch euren Spaß haben. Arcade-Spiele, Abenteuerspiele mit Scum4M, Rätsel und sonstige Spiele. Also da macht eLife wieder seinem Namen alle Ehre. In Sachen Bildungsprogramme gibt es auch einige, die wir hier ausprobieren können. Und ja. Links zu Webseiten natürlich, also eLife mischt ja immer so ein bisschen Links zu Webseiten und Programmen, so ein bisschen alles, was eben Sinn macht. Und das ist, war schon damals gut und finde ich immer noch gut. In Sachen Entwicklung gibt es ja auch einige Programme, um zum Beispiel auch für eLife zu entwickeln. Und eine Themenbearbeitung beispielsweise für EFL ist mit dabei, falls ihr eigene Themes entwickeln wollt. Ansonsten gibt es auch noch Systemverwaltungstools, wie beispielsweise, wenn ich die Festplattenbelegung analysieren möchte. Gparted ist mit dabei, HTOP, das können wir mal anwerfen und uns mal anschauen, wie viel Arbeitsspeicher wir gerade verwenden auf diesem einen CPU-Kern, den ich hier eingestellt habe für die virtuelle Maschine. Da sehen wir, sind gerade bei 313 Megabyte Arbeitsspeicher von 4 Gigabyte, die wir haben. Ist also vollkommen überdimensioniert. Das läuft also problemlos auf auch den ältesten Rechnern, ohne großartig ruckeln zu müssen. Eine Laufwerksverwaltung gibt es, Synaptic gibt es als Paketmanager standardmäßig und eine Systemüberwachung ist auch noch mit an Bord. Das müsste die GNOME-Systemüberwachung sein aus der alten GNOME-Version. 3, 4 irgendwas oder 3, 6 irgendwas, wie wir hier sehen können. Also das haben wir hier auch nochmal. Für die Leute, die es nicht in HTOP geglaubt haben, können sie hier nochmal glauben. In Sachen Einstellungen gibt es Wine. Ja, tatsächlich, Wine ist vorinstalliert. Ihr könnt also auch Windows-Programme direkt ausführen. Es gibt eine Möglichkeit, Samba-Shares einzustellen hier. Ein Audio-Konfigurator gibt es für mehrere Soundkarten. Benutzer-Konfigurator, falls ihr neue Benutzer erstellen wollt. Bildschirmeinstellungen können durchgeführt werden. Hierzu wird ein extra Tool gestartet. Das jetzt hier, ich glaube, es ist A-Render, genau, A-Render als Bildschirmtool, was deutlich besser funktioniert als die systemeigene Geschichte. Unter den Einstellungstools gibt es nämlich auch, wenn wir uns die Einstellungen von eLife, von Enlightenment selber anzeigen, ausschalten wollte ich es nicht, ich wollte eigentlich nur das Fenster vergrößern machen, dann werden wir sehen, hier gibt es auch Bildschirmeinstellungen und da können wir auch, in dem Fall haben sie das Modul abgeschaltet, aber theoretisch hat es auch ein Bildschirmkonfigurationsmodul. In dem Fall ist es abgeschaltet, das kann man hier auch konfigurieren. Ihr seht, es gibt in Sachen Einstellungsmöglichkeiten die Enlightenment-typischen Einstellungs- und Konfigurationsmöglichkeiten. Da gibt es also eine Reihe von Möglichkeiten, die man hier einstellen kann. Spracheinstellungen lassen sich auch durchführen, da werden eine ganze Reihe von Sprachen unterstützt. Und es gibt natürlich eben auch die Möglichkeit, Profile zu laden. Klicken wir da mal drauf, dann sehen wir, hier werden nur die Standardprofile angezeigt, da werden also keine weiteren mit eingebunden. Schade, ich meine, eLife hatte das mal anders, da konnte man noch weitere Profile einrichten, aber nun ja, so ist es halt. Unter Erweiterungen gab es eben die Möglichkeit, Module hinzuzufügen und da gibt es eine Reihe von Modulen, die man hier hinzufügen kann. Einige sind schon standardmäßig mit dabei. Das Internetmodul hatte ich völlig vergessen. Da hat man die Möglichkeit zum Beispiel auszuwählen, wie man in Internet gehen möchte. Internetauswahl, Netzwerkkonfiguration, Mobiltelefon, per 3G steht hier noch Modem oder Bluetooth. Lässt sich hier alles komplett einrichten. Und ja, das ist dieses Internetmodul. Klicken wir nochmal drauf und sagen Netzwerkkonfiguration. Und dann sehen wir, öffnet sich eben hier die Möglichkeit, Netzwerke einzurichten, VPN und alles Mögliche einzurichten. Ja, das also eLife. Mein kurzer Blick auf die eLife-Distribution. Es gibt sicherlich noch eine Vielzahl von weiteren Sachen, die zu entdecken sind. Das ist halt immer das, was, glaube ich, auch in den Changelogs drin stand. Es gibt eine Vielzahl von versteckten Sachen, die man hier entdecken kann und die einem dann richtig Spaß machen werden. Mit Sicherheit. Also eLife war immer dafür berüchtigt und dafür bekannt, dass es halt ziemlich gute
ja, vorkonfigurierte Geschichten ausgeliefert hat und auch hier und da mal interessante Sachen ausgeliefert hat. Ja, Touchpad-Konfigurator gibt es auch, wenn man ein Touchpad konfigurieren möchte. Und sogar Windows-WLAN-Treiber, also wer das braucht für alte Rechner. Ansonsten gibt es hier noch eLife-spezifische Sachen, wie beispielsweise die Möglichkeit, das Forum zu besuchen, FAQ und so weiter und so fort zu machen, Entwicklungen dabei zu helfen, Zusatzfunktionen, wie beispielsweise installiere Silverlight und Netflix, damit man Netflix schauen kann. Warum Silverlight dafür noch verwendet wird, nun ja, wahrscheinlich liegt es an der Wheezy-Geschichte. Wird das überhaupt noch Upstream unterstützt, also von Netflix selber? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber zumindest gibt es hier eine Reihe von weiteren Sachen, wie beispielsweise auch Hotkey-Hilfe. Im Hintergrund hat sich jetzt irgendwie was geöffnet, was so ein bisschen was Werbung wahrscheinlich. Das ist ja auch so ein Problem. Genau. Ah, die Möglichkeit, hier jetzt eLife zu installieren, weiterhin auszuprobieren oder eine Spende zu machen. Also hier läuft eine ganze Reihe von Software auf eLife und ja, also es ist wirklich, wirklich eine tolle Geschichte. Um nicht jetzt ins Quatschen zu kommen, schauen wir uns nochmal an, was vielleicht hier noch vor ausgeliefert wird. Genau, Documentaries als Ordner und da gibt es zum Beispiel einige Vorschläge für Dokumentare. Paradise or Oblivion kenne ich gar nicht. The Choice is Ours kenne ich jetzt auch nicht. Also Trailers gibt es auch nochmal, die dann hier verlinkt werden. Also das hat auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Geschichte. Also auch Musik, da gibt es bestimmt auch hier Hacker Insane beispielsweise oder hier irgendein Lied. Das ist also typisch eLife. Es wird also immer irgendwie was vorausgeliefert und das ist halt immer schön, dann zu sehen, was da vorausgeliefert wird. Beispielsweise solche nette Grafik hier zum Beispiel. Also immer, es gibt immer was zu entdecken bei eLife und das ist halt eben ziemlich, ziemlich schön. Und hier gibt es sogar einen Torrent-Link für Download All eLife Versions up to Version 2.0. Also wenn wir alle eLife-Versionen haben möchten, kann man sich das hier anschauen. Ansonsten gibt es hier sogar noch Another World Demo Exe. Es ist ein Wine-Programm. Also selbst Windows-Programme werden hier teilweise ausgeliefert. Ein Demo-File. Und laden wir mal runter, testen wir mal aus und gucken, ob das Ganze im Hintergrund dann auch funktioniert. Sehr schön auch, wie wir hier sehen, wenn ich meine Maus bewege, wird automatisch das Fenster fokussiert, wo ich meine Maus drauf habe. Sehr schöne Geschichte. Source Code kann man sich auch anschauen. Oder hier Wonderput Game können wir als ein Flash-Spiel spielen. Ich habe jetzt doppelt drauf geklickt. Ich hoffe, es öffnet sich auch irgendwie. Sollte mit eLife Web Launcher öffnen. Genau, macht es auch. Das heißt, es öffnet hier den Firefox und lädt den jetzt anscheinend auch. Kann also auch Flash-Spiele spielen. Das heißt, Flash ist vorinstalliert, wie es aussieht. Genau. Adobe Flash Player in der Version 30 ist vorinstalliert. Ob ich das gutheißen soll oder nicht, ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen seltsam, aber naja. War früher der Fall und ist so aus Nostalgiegründen wahrscheinlich jetzt auch noch immer der Fall. Musik funktioniert schon mal und ja, dann kann man sogar Flash Games zocken. Also eLife. Es ist vielleicht so eine Linux-Distribution, auch ein bisschen der Nostalgie, nicht nur für alte Rechner, sondern auch so ein bisschen, wer in Nostalgie schweigen oder ja, wer in Nostalgie schwelgen möchte. Das gleiche kennen wir ja, die alten Knoppix- und Canonix-Versionen, wenn ihr euch die mal anschaut, die haben ja auch voll vorausgeliefert mit sehr, sehr viel Software und sehr, sehr viel und KDE 3 und so weiter und so fort. Das ist so aus Nostalgiegründen interessant, aber hier haben wir tatsächlich eine neue eLife-Version, die mit diesem Spirit daherkommt, alles Mögliche auszuliefern, egal was das jetzt ist. Und ich installiere jetzt zum Beispiel Another World, wo ich keine Ahnung habe, was das überhaupt ist. Es klingt nach einem interessanten Spiel oder einer Demo oder irgendwie sowas. Dokumente, da gibt es auch eine ganze Reihe von Geschichten. Hotkeys, die haben wir uns ja schon die wurden uns ja schon angezeigt, wie man eLife so richtig bedient. Basic Terminal and System Tutorial. eLife User Guide gibt es hier auch in verschiedenen Sprachen, sogar in deutscher Sprache, wie wir hier sehen können. Können wir das Ganze anzeigen lassen und in Vollbild gehen und dann sehen wir hier, wo Debian und Enlightenment sich treffen. Das ist jetzt hier eine Doc für eLife 182. Ihr seht, das ist schon ein bisschen was älter, aber im Grunde genommen hat sich hier nicht großartig viel verändert, was eLife angeht.
Deshalb sicherlich eine tolle Geschichte. So, jetzt habe ich dieses Another World Gedönse irgendwo installiert. Das müsste jetzt hier unter Anwendungen Wine erscheinen, genau. Und dann klicken wir das mal an und schauen, was das ist. Das klingt nach dem Spiel. Meine Maus ist jetzt nicht mehr benutzbar und das scheint mir ein Dot-Emo-Spiel zu sein. Und das ist auf jeden Fall ein Spiel, wie wir hier sehen können. Okay. Meine Maus funktioniert jetzt so ein bisschen. Klicken wir mal auf Exit. Oder habe ich es nicht gemacht? Es kann sein, dass die virtuelle Maschine hier Probleme macht. Und ne, die virtuelle Maschine wollte ich nicht ausschalten. Sondern das Programm. Das habe ich jetzt gemacht. Perfekt hinbekommen, wie wir hier sehen können. Also eLife in der allerneuesten Version mit Enlightenment Version 0.17.6 immer noch. Das ist wirklich so eine nostalgische Reise zurück. Aber eine schöne Reise zurück. Es macht richtig Spaß. Ich habe das immer sehr gerne als Live-System verwendet. Ich muss gerade sagen, mit 3, irgendwas Gigabyte ist es ein bisschen was groß, aber es wird auf einem USB-Stick auch mit 4 Gigabyte ohne Probleme draufpassen. Es liefert auch die Möglichkeit, Persistenz, das Ganze in Persistenz laufen zu lassen, wie man sehen kann. Persistente Session beispielsweise oder das Ganze auf dem USB-Stick installieren und dann immer von da aus laufen lassen, weil das einfach eine geile Distro ist. Die sieht einfach richtig hübsch aus. Es hat nicht immer die aktuellste Software, aber es hat einfach den Flair. Und das ist halt eben das, was eLife ausmacht. Und die ganzen Animationseffekte, man merkt so richtig, dass da richtig Arbeit drin steckt in der ganzen Geschichte und dass das richtig Spaß gemacht hat, das zu entwickeln. Und den Spaß, den sieht man halt eben auch, wenn man das System benutzt. Es ist vielleicht kein System für den Alltag. Jedenfalls bleibe ich wohl bei meinem KDE Plasma, was den Alltag angeht, aber ab und zu mal was anderes ausprobieren und das macht Spaß dann mit eLife oder mal einen alten Rechner wiederbeleben und das geht ohne Probleme mit eLife. Und ja, das war's für diesen TechView Podcast, für diese TechView Podcast Show und meinen Blick auf eLife 3.0. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt, falls ich irgendwas verpasst habe, was ganz speziell und besonders in eLife 3.0 ist, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten gebt ein Like und abonniert schön fleißig. Das war's für diese TechView Podcast Show und bis zur nächsten Show.